Menschen suchten ihn, und als sie ihn fanden, wollten sie ihn daher daran hindern, wegzugehen. Die Menschen hatten schon Interesse daran, dass Jesus bei ihnen bleiben sollte. Jesus war für sie, nachdem er gepredigt, nachdem er mit den Menschen gebetet und viele geheilt, befreit von Dämonen, hatte Jesus wurde so etwas wie eine Lebensversicherung, eine Sicherheit wurde er für sie. Und es war mit Sicherheit sehr, sehr viel Freude da an diesem Ort. Und sie wollten, dass Jesus immer bei ihnen bleiben sollte. So etwas Ähnliches haben wir auch, da lesen wir bei der Brotvermehrung in Johannes 6. Kapitel. Sie kamen und sie wollten ihn zum König machen. Die Antwort Jesu ist sehr, aber wirklich sehr ernüchternd. Er sagt, ich muss auch zu den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes bringen. Ich muss das Evangelium vom Reich Gottes verkünden. Er sagt, ich muss. Jesus sagt nicht, oh, jetzt richte ich mich ein wenig ein. Ich werde euch ein paar Kurse geben, ich werde euch ein paar Seminare geben und dann noch Erklärungen, wie ihr dann beten könnt. Jesus scheint es sehr, sehr eilig zu haben. Wie kann man das verstehen? Liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, es gibt etwas sehr, sehr Wichtiges in unserem Leben als Christen. Natürlich erfahren wir Jesus, natürlich erleben wir ihn. Manche erleben das so ganz spontan und sind überwältigt. Andere kämpfen darum, um in die Nähe Jesu zu kommen, um an sein Herz heranzukommen. Das kann schon ein Kampf sein. Und wenn das dann passiert ist, dann wollen wir Jesus behalten. Ja, sollen wir jetzt Jesus behalten oder nicht behalten? Wir sollen ihn behalten. Er liebt es, wenn wir versuchen, ihn festzuhalten. Aber zu Maria Magdalena hat er auch nach der Auferstehung gesagt, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater und zu eurem Vater hinaufgestiegen. Jesus, was willst du von uns? Jesus will, dass wir das, was wir mit ihm erleben, tief in uns hineinnehmen, dass wir in der Betrachtung, im Gebet immer mit ihm verbunden sind und verbunden bleiben. Wenn ich die Evangelien lese und ich habe irgendwo so einen Knoten in meinem Gehirn und weiß nicht richtig zu erklären, dann frage ich Maria. Maria, wie ist es dir ergangen? Was hast du erlebt? Maria ist nicht die ganzen 3 Jahre mit Jesus gewandert. Aber wir dürfen und wir müssen sogar davon ausgehen, dass sie immer, nonstop, online war. Sie war immer mit Jesus verbunden, immer. Ob sie jetzt mit ihren Augen, physischen Augen gesehen, mit ihren Ohren gehört, mit ihren Armen umarmt hat. Sie war immer mit ihm verbunden, auch wenn sie nicht gesehen, gehört hat. Sie war verbunden mit ihm in der Kraft des Heiligen Geistes. Und Jesus konnte das noch nicht alles erklären, das war alles zu früh. Aber diese Verkündigung vom Reich Gottes lag ihm so am Herzen, man könnte es vergleichen mit einem Bauer, der ein Feld, das da liegt, oder brach da liegt, mit einem Pflug quasi aufreißt. Und so hat Jesus gearbeitet. Er hat diese grobe Arbeit getan, das Reich Gottes, die großen Linien hat er gezeigt und er hat auch schon gesät. Und das, was er gesät hat, das sollte in uns wachsen. Und nehmen wir uns die Zeit, in seinem Licht, in der Kraft des Heiligen Geistes, im Gebet, das, was er gesät hat in uns, dass wir es wachsen lassen, dass wir es begießen und das tun. Wir ja auch in der Kirche. Einer hat gesät, der andere begießt, Paulus, Apollos, aber der das Wachstum gibt, das ist Gott selbst.
Und es ist so, als ob Jesus sagt, ja, ich bin schon gesät in dein Herz durch die Begegnung, die du mit mir hast, durch dein Gebet, durch die Heilige Eucharistie, durch die Sakramente. Ich selbst bin gesät in dein Herz. Und mühe dich jetzt darum. Nicht, indem du mich nur einfach so festhältst. Ich muss weitergehen. Aber Jesus geht. Aber trotzdem bleibt er. Warum kann er das? Weil er Gott ist und nicht nur ein Mensch ist. Und Jesus ist auch bei den Jüngern geblieben nach dem Abendmahl. Sie hatten ihn empfangen, seinen Leib und sein Blut in sich aufgenommen. Jesus hatte sich schon quasi testamentarisch in sie hineingelegt. Und trotzdem ging er weiter. Er ging weiter den Ölberg, das Verhör, die Geißel, Verspottung, Dornenkrone. Er ging weiter mit dem Kreuz bis ans Kreuz. Gleichzeitig war er schon bei ihm. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, mit dem, was Gott uns schon geschenkt hat, in größter Dankbarkeit umzugehen. Paulus sagt, du bist jetzt von dir nur noch Milch gehabt. Wir haben schon viel von Jesus bekommen. Es ist gut, wenn wir hungrig bleiben nach ihm. Aber tragen wir auch Sorge dafür, dass wir im Gebet vertiefen und nicht sagen, es muss etwas Neues, noch etwas Neues. Wisst ihr, manche sagen zu mir, Herr Pfarrer, Heilige Messe, ist immer dasselbe. Haben Sie nicht was anderes? So höre ich oft. Manchmal sage ich das der Person, wenn du nach Hause kommst, was sagt deine Frau, dein Mann, was sagen deine Kinder oder deine Eltern? Bist du immer anders? Manchmal bist du auch langweilig, bist du immer derselbe, hast du deine Macke und so weiter. Der Heilige Messe ist Gott wirklich immer derselbe. Und er ist sich über Jahrhunderte, Jahrtausende, ist er sich treu. Und er gibt uns immer dasselbe. Er gibt sich immer selbst und ganz. Mehr kann er nicht geben. Gott ist treu. Also, das ist die höchste Garantie, die wir überhaupt haben können. Und Gott sei wirklich Dank, dass die Heilige Messe dasselbe ist. Und wehe dem, ja, wehe dem, der etwas an der Heiligen Messe ändern geht, und an den Wandlungsorten oder und so weiter. Liebe Brüder und Schwestern, das will ich nicht als Verfluchung aussprechen, aber das ist Schaden, den man dem Heiligsten tun würde. Und wir selbst dürfen auch dem Heiligsten, der in uns lebt, der schon in uns ist, dürfen auch wir keinen Schaden antun. In größter Dankbarkeit sollten wir mit Jesus weitergehen. Und vielleicht noch ein allerletztes. Wir möchten Jesus ja auch so bei uns haben und ein bisschen für uns selbst vereinnahmen. Und dann hören wir, dass er hier und da geht und da tun wir etwas und hören Zeugnisse und so weiter. Das ist alles gut. Aber manchmal regt sich dann in seinem Herzen so eine Art Eifersucht oder so ein Aufrücken. Und ich? Bleiben wir in größter Dankbarkeit, in Demut, in Bescheidenheit und freuen wir uns an dem, was er schon alles an uns getan hat. Er wird es wachsen lassen und wir werden Frucht bringen. Und diese Frucht wird den Vater verherrlichen. Er will uns dazu segnen, der Vater, der Sohn und der Heilige.